So, willkommen zu meiner neuen Aufnahme zu Afraid of Monsters, meine Mittelpferde. Heieiei. Ach Mann. Das letzte Mal sind wir ein paar Mal oft gestorben. Ich hab mich ein bisschen arg davor gedrückt, das Spiel jetzt weiter aufzunehmen. Hab mich jetzt doch mal wieder rangetraut. So nach langer, langer Zeit. Nach langer, langer, langer Zeit. Wir haben da vorne einen Gegner. Wir wissen, der wird uns töten. Wir wollten Leben sammeln, oder ich wollte Leben sammeln, meine ich, aber wir wissen beide, dass ich einfach mehr Leben verliere, als ich gewinne bei der Sache. Ich wollte jetzt mal versuchen, einfach mal sneaky an den Leuten vorbeizulaufen. Das könnte funktionieren. Wir könnten dadurch jetzt wirklich Erfolg haben und überleben. Wir können jetzt aber uns auch die Klatsche des Lebens abholen. Ich rechne mit zweiterem. Aha. Hui. Oh oh. Aua. Man tritt doch keinen, der schon am Boden liegt, junger Herr. Mit ihnen rede ich. Oder mit der Tür. Ich weiß nicht, ob die Soundeffekte zu laut sind. Ich hab so fast den Eindruck, deswegen gehe ich jetzt selber hin. So, Rainer Reske einfach alles so im Part runtergedreht. Ich würde es jetzt auch nicht rausschneiden, sonst immer, aber jetzt mal nicht, weil ich habe es ja quasi angekündigt. Wir haben nur noch 600 HP knapp. Das könnte ein bisschen wenig werden. Machen wir uns nichts vor diesbezüglich und da liegen, ja, wir haben Drogen eingesammelt. Das ist brutal schade. Ich habe gehofft, die würden da noch liegen, aber ja, tun sie halt nicht. Eieiei. Schreckt mich doch. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss oder was ich machen muss. Vielleicht cutte ich das auch gleich kurz noch mal zusammen. So zumindest, bis ich wieder einen groben Leitfaden habe. Hier liegt ein Toter. Ei! Der ist aber nicht tot, der ist quick lebendig. Ah, nein, da will ich auch nicht rein. Ah, fuck, ich werde panisch. Okay, jetzt liege ich am Boden. Da darf er nicht treten. Freeman. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie auch zu sehen. Ist das denn ihr fucking Ernst? Hey, hi. Hey. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ja, ich auch nicht, junger Mann. Wissen Sie, ich war gerade im Krankenhaus und bin jetzt zurück. Hi. Das ist die falsche Luftschleuse, Gordon. Du weißt doch, dass ich... Ah, ja, ich weiß es doch. Sorry, gerade im Krankenhaus aufgewacht. Was ist denn los? Hab mich so ein bisschen verlaufen. Oh, ich habe schon ewig Half-Life 1 nicht mehr gespielt. Daten werden geladen. Ja, dann lade sie doch mal. Ich glaube, jetzt hängt sich das auf. So, oh fuck, nein, 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 nein. Wir sind wieder hier. Ich glaube, da... Aha, au, au, au. Okay. Aha. Messerfight. 1, 2 oder 3. Wow, okay. Nein! Bang! Und, Peng, 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 peng! Boah, als ob ich halt irgendwie fünfmal daneben geschossen habe oder so. Ich bin ein guter Shooter-Spieler. Ich bin quasi der Shooter-King. Ich weiß, was gute Spiele sind. Peng, peng, peng und ganz viel Bumm. Ja, da fallen alle Feinde um. Wo muss ich jetzt hin? Fuck, ich hab mich verlaufen. Yoga, Herr, könnten Sie mir helfen? Nein! Aber doch nicht so. Ich bin kein Freund der nahen Gewalt. Ah, ich mag lieber ferne Gewalt. Die trifft mich nur indirekt. Ah, nein. Ah, heieiei. Oh, ich bin doch lieber Täter als Opfer. Was ist denn hier los? Muss ich jetzt überhaupt wieder hin? Ach, das ist wieder die Toilette ohne Drogen. Ach, Mann. Ich mag doch nur die Toiletten mit Drogen. Das weiß doch jeder. Ach, Mann. Spritzen auf der Toilette, das sind die Besten. Das sind die Besten. Yay, yay, yay. Wenn ich das oft genug wiederhole, glaube ich es irgendwann selber. Wo muss ich jetzt... Ah, ich glaube, hier muss ich hin. Ja, das sieht doch richtig aus. Oh je. Mann. Ah, es ist alles wieder abgeschlossen. Ey, Taschenlampe, jetzt geh du nicht auch noch raus. Du bist mein letzter... Ja, danke. Mein letzter Vertrauter. Ich habe so den Eindruck, das wird nicht so wirklich was hier. Vor allem nicht, wenn ich jetzt immer nach jedem Tod wieder bei Half-Life spawn. Das wäre jetzt nicht so geil. Ach, Mann. Ach, fuck. Ja.
guter dritter Part. Ich hab gute Nachricht, ich hab den Weg gefunden. Schlechte Nachricht. Das sind bisschen viele, ja. Hi. Wow, der hat einfach mal 3 Kugeln gefressen oder so. Geil. Haben ja so viele. Wo war jetzt die Tür? Nein, nicht dich. Ah, da. Hi. Das ist okay. Boxst du mal weiter in der Luft herum. Du bist mir verhältnismäßig egal. Haha. Wir sind dem eiskalt entkommen. Hoi. Haha. Kann ich die wieder zumachen? Oder die da auf? Hallo. Tür. Aha. Hey. Okay. Wir haben irgendeine andere Tür geöffnet und irgendwie wir leben noch. Also ist doch alles Tutti Paletti oder so. Fuck. Ich könnte es doch sagen, willst du viel spielen mit Priel, aber das wäre sehr viel Inhalt. Ja, ich möchte mal kurz bitte speichern. Ja, komm, ein neuer Speicherpunkt, ein neuer Tiefpunkt, würde ich sagen. In diesem Let's Play. Und wir bekämpfen den schön an dem Türrahmen in der Hoffnung. Ich sehe nichts mehr. Dass er nicht weiterläuft. Hallo. Du kleiner Tanzmeister, du. Komm mal ran. Hopp, hopp, kleiner Knirps. Ich sehe nichts mehr. Ich möchte aber auch nicht im Dunkeln kämpfen. Was steht denn hier? Remember, blue light to blue door. Ja, okay, wir haben vorhin eine blaue Tür gesehen. Das... Von dem her, das kriege ich kombiniert. Aha! Oh ja, geil. Wir haben den einfach, habt ihr das gesehen, einfach niedergemessert. Oh, der hatte sowas von keine Chance. Richtig gute Kämpfer, einfach richtig. Ah, herrlich. Oh, ich hoffe mal, ich nehme auch auf. Oh ja, aber wie ich aufnehme, der ist 8 Minuten, mit 8 Minuten voller Lebensfreude. Und einem Fenster, das mal wieder jedem Messer standhält. Ach. Mann, dieser Part ist einfach nur ein Part voller schöner Überraschungen und so klingt jede Tür bei Afraid of Monsters und bei Silent Hill, woran dieses Spiel eventuell so ein bisschen angelehnt ist, aber nur eventuell und auch nur so ein bisschen. Naja, ich will ja jetzt hier keinem irgendwie was so unterstellen. Ja, Andreas, ich rede mal so direkt mit dir, so als würde ich dich kennen. Und grünes? Oh, hier habe ich den Strom abgeschalten. Hi, du bleibst da einfach mal drin stehen. Das ist okay. Ist das jetzt gut, dass ich das gedrückt habe oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe ja vorgespeichert. Von dem her, alles gut. Wo muss ich denn jetzt hin wieder? Ach, wisst ihr, das Problem ist... ein Stück weit, aber nur ein Stück weit sieht ja alles so ein bisschen gleich aus. Da kann man eventuell schon mal so ein bisschen durcheinander kommen, Schätzelein. Jo. Nee. Jo. Ich krieg keinen guten Kalli hin. Ich bin da echt nicht gut darin. Aber ich habe eine Kollegin, die performt euch einen ausgezeichneten Kalli. Da werdet ihr da sitzen und sagen, ja, als ob das nicht der echte ist. Also, jetzt mal ernsthaft, Junge. Oder so, keine Ahnung. Muss ich denn jetzt wieder... Oh, da stiefelte davor auch so ein Lustikus oder so. Au! Raus. Hast du mich... Ja, das war vielleicht keine gute Idee. Ich sehe nichts mehr. Okay, wir sind ein bisschen tot. Oh, geil. So. Wir haben dich umgebracht. Genau, und jetzt blaues Licht, blaue Tür. So weit, so gut. Jetzt muss ich halt nur noch mich zurechtfinden. Eieiei. Oh. Ja, war das eventuell richtig? Und wichtig? Ja. So, haben wir das auch mal gebracht. So, du kannst schießen. Ja.
Ich auch, aber ich könnte auch eigentlich Türen öffnen. Beides funktioniert gerade eher so semi-gut. Naja. Na gut, wobei, eine Schusswaffe haben und schießen können, das sind ja zweierlei Paar Stiefel. Ich weiß auch gar nicht, ob diese spuckende Hunde mir so gut in diese Spielewelt hereinpasst. Das sieht mir ein bisschen zu sehr nach Half-Life aus. Ich weiß gar nicht, ob die unbedingt hier drin sein sollten, aber ja. Wir nehmen das einfach alles so hin. Also alles, was jetzt hier passiert, wird schon irgendwie seine Berechtigung haben. In dieser formidablen Spielewelt. Ich kommentiere das gerade alles so ein bisschen leicht trashig, aber eigentlich mag ich Half-Life. Half-Life mag ich sehr und Afraid of Monsters tatsächlich auch. Ich meine, ja, ich habe das nicht umsonst damals gerne gespielt als Demo und ich war halt echt kacke darin. Sieht man vielleicht jetzt auch so ein bisschen hier. Au. Oh oh. Nee, mit dem lege ich mich nicht an. Nee, nee, nee. Okay, wir gehen runter. Es tut mir leid, der Vorteil ist, wir müssen immer die guten Seiten beleuchten. Das Video wird kleiner, wenn es alles so dunkel ist. Der Nachteil ist ja, ihr habt halt nicht so viel zum Anschauen. Würde ich mal sagen, es ist halt, ja, man kann halt nicht immer nur gewinnen. Ich speichere kurz nochmal. Ein Augenblick. Ein Augenblick. So, guck hier, wir machen immer neue Spielstände, neue Speicherstände. Das ist, so haben wir die Flexibilität, dann einfach uns den auszusuchen, der eventuell passt. Hallo? Aha! Hier. Ach, verdammt! Oh, ich renne halt auch immer dieselben Richtungen ab. Heieiei. Hei. Ah. Vielleicht schneide ich auch gleich was zusammen. Aber in der Regel werde ich mich wahrscheinlich genau dann zurechtfinden. Ach, Captain, der steht draußen an der Tür und macht und tut. Oh, ich kann den jetzt nicht reinlassen. Eieiei. Captain ist der Kater. Falls ihr euch wundert. Muss ich ihn jetzt hin? Eieiei. Okay. Halt. So. Okay. Nein, 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 Leute. Wir kriegen das jetzt hin. So. Hier durch. Passt auf. Jetzt mal wie ein Profi. Die Tür. Auf. Wow. Ich muss vielleicht gleich mal kurz da doch eingreifen. Ja, aber nur vielleicht. So, hier. So, hier, hallo. Wir haben doch vor, die scheiß blaue Tür. Okay, ein Augenblick. Ich habe eine gute Nachricht. Das hier ist doch die blaue Tür. Ich hätte vielleicht mal drauf achten sollen. Ich bin dumm. Okay. Hi. Aha, au, fuck, bin ich voll in die Faust reingerannt, da konnte ja nichts dafür. Selber schuld, wenn man einfach da so reinrennt, bringt das irgendwas? So. Ich vermute mal, grünes Licht öffnet eine grüne Tür. Haben wir jetzt irgendwo eine grüne Tür gesehen? Ja, ich auch nicht. Hallöchen, Freundchen. So. Okay, nice, nice, das ist nice. Schön mit dem Messer niedergerungen, schön niedergerungen. Okay, nochmal speichern. Düb, düb, düb. Oh, jetzt machen wir Progress, aber hier. So, aber bitte einer nach dem anderen. Geht das? Yo. Hallo? Ah, fuck. Da war ich zu greedy. Oh, nein. Hier zu greedy. Okay. Okay, okay, wir haben den niedergerungen. Vielleicht noch. Als ob ich da... Beide. Okay, gut, der trifft die Mauer. Das ist okay, die darf er hauen. Zu der habe ich jetzt keine emotionale irgendwie Beziehung oder so. So. Aha, so, wieder einen besiegt. Ah, Hilfe. Ah, nein. Okay. Thank you.
So, endlich. Boah, du willst halt auch erstmal die KI so weit haben, dass die einfach mal mitspielt mit dem, was du da mit ihr vorhast. So oft, wie die versuchen, da ihren Doppelhieb oder so eine Scheiße, also nicht ihren Doppelhieb, sondern so von oben so nach unten zu hauen. Das ist einfach abartig beschissen. Ach, Mann. Bin davor runter? Das ist eine Headcrab. Das ist eine original Headcrab. Hä? Oh fuck, das war der beschissene Raum. Au. Fuck. Wo ist die jetzt? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie einfach fucking nicht. Oh, come on. So, load game. So, fick dich. Fick dich einfach, Headcrab. Ich wüsste halt nicht, wo eine grüne Tür sonst war. Das ist die blaue? Ich bin froh, dass wir quasi das beseitigt haben. Das macht es mir unfassbar einfach. Ja. Da zukünftig irgendwas zu machen. Vielleicht werde ich da offscreen mal nachgucken, wo die grüne Tür ist, bevor ich da ewig rumhöre. Ich versuche mir jetzt einmal da so nach unten durchzukämpfen. So, die Headcrab ist tot. Das war mir quasi sehr, sehr persönliches Anliegen, dass die weg ist. Das ist keine grüne Tür. Da ging es nur runter zum blauen Licht. Oh, ich möchte euch nicht alle auch wieder so umboxen. Au. Wow, wir sind halt direkt tot. Fuck. Oh, ich habe keine Ahnung, wohin. Mann, oh, ich hasse dieses Spiel so sehr. Das ist schon fast Hass und keine Hassliebe. Aber ich glaube, ich beende auch diesen Part erstmal. Sag Grüße von eurem Zero und ich hoffe, ich finde mich hier irgendwie wieder zurecht. Eieiei.